Und weiter geht's in unserem LP The Binding of Isaac. Und wir schauen mal, wie weit wir diesmal kommen. Wir haben schon längere Zeit mal Leaks gemacht und ja, mal schauen, vielleicht haben wir dadurch ein bisschen mehr Glück, dass wir jetzt ein bisschen ausgerottet in dem Spiel sind und nicht irgendwo in jeden scheiß Gegner rennen und so. Und zack. Erstmal diese scheiß Flammen hier aus und dann holen wir uns die Kiste. Ups. Häufchen. Oh, Rollbombe. Na! So, oh gut, wir haben eine neue Bombe und den Endbossraum machen wir natürlich noch nicht. Wir sammeln erstmal die ganzen Gegenstände, die hier sind. So, wir rollen erstmal hier rüber die Maus, sonst stört es uns wieder. Und da holen wir die Münze. So, dann holen wir erstmal aus dem Itemraum, was wir finden. So, wir kriegen eine Bohne. Ja, toll. So, wenn wir Glück haben, ist der Trigger dann auch wieder dabei. Da hört man ihn auch wieder mal. Und mal schauen, wie es jetzt ausgeht. Entweder ist es ein Let's Fail oder ein Let's Play. Boah, Gegnerchen, bleib doch mal stehen, ich tu dir da gar nichts. So. Schlüssel habe ich gerade keinen, den Raum würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil ich schon so wenig Energie habe. Opfern bringt mir auch gerade nichts. Ich würde sagen, wenn wir Glück haben, überleben wir es. Und wenn, machen wir gleich wieder weiter. So. Lucky Junior müsste eigentlich zu schaffen sein, wenn wir nicht gleich in den Gegner rennen. So. Genau im Gegner reingerannt. Aber wir machen gleich weiter, ohne stehen zu bleiben. Bei unser Probelauf mal. Ach, du spuckst uns an? Okay. So. Yay. Uah, sieht ja ekelhaft aus, lol. So, und zack, 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 zack. Ich glaube, so sieht man aus, wenn der Mike sein Essen gekocht hat, ehrlich gesagt. So. So. Ach, hier wird das von mir. Ach, hier Klatschbaum. Haha, und zack. So. Hier muss auch irgendwo ein Schlüssel sein. Jede Stage irgendwie Schlüssel hier zu brauchen, aber Schlüssel tun sie nicht irgendwo hinstellen. Das ist doch zum Kotzen. Lol. Au. Dead Cat. Oh nee, nie dieses Kack-Item. Na toll, danke. Müde. Ich bin gestorben. Mein Beileid. Das Beste ist, ich renne durch eine Tür, ich renne durch die nächste Tür und bin auch wieder tot. Man Oh. kommt wieder genau zu dem anderen Raum rüber. Zum Kotzen, ne? Schon wieder eine Gildeneinladung. Komm zu uns in die Gilde. Wir haben so wenig. Okay, mal gucken. Das Spiel ist echt mies manchmal. Aber es sieht schon wieder nach einem Let's Fail aus.
Giftbomben, okay. Aber ehrlich gesagt, Isaac sieht so aus, wie wenn er Mikes Essen gekostet hat. Also grün und fast verstorben. Ja, yep, genau. Haben wir das mit dem Kochkurs eigentlich gestern im LP erwähnt? Nein. So. Ich glaube, es wäre jetzt ja. Jetzt wäre es natürlich angebracht. Um nicht so auszusehen wie Isaac gerade, schenken wir dem Mike einen Kochkurs zu Weihnachten. Mal schauen, was wir hinkriegen. Ob er danach wirklich was kochen kann oder ob seine Mutter dann umfällt. Die Mutter erleidet dann Höllenqualen mit Vergiftung. Mama, was ist los? Nein, in die scheiß Kackfliege reingerannt, ey. In die Kackfliege? Ja, du hast ein Herz, weißt du, du sollst das überleben, bis zum Kotzen. Ist möglich. Mr. Zylinder verkauft Beirut Gamaschen für Elsword 19 Millionen. Arschloch, 500.000. LOL. Wucherpreise, weißt du? Naja. Aber ich schätze mal, die haben mehr Wert, weil wenn Optis schon sagt, dass das Ding 200 KKI Wert hat, das Oberteil, dann wird es bei den anderen Teilen genauso sein. Wir warten. Na, ich warte nie allzu lange. Ich will das jetzt nicht zu teuer haben für mein Elsword. Jetzt ist es auf jeden Fall teuer haben. Da du es erwähnt hast. Na wieso? Es sieht doch eh keiner Isaac an, so wirklich viele. Ich möchte echt einmal die Text fertig kriegen für das Video. Your fun has been corrupted, person. He must be saved. Or he need to be saved. Hab ich mir erst heute angehört, wo ich beim Arzt war, Alter. Er kotzt mich an und ich bin tot. Und ich hab immer noch viel Leben, Alter. Weißt du, das ist mies. War das Mikes Mutter, die sich angekotzt hat? Nee, das ist hier, The Duke of Flyers, glaube ich. Ja, Mike hat dich, also Mikes Mutter hat sich angekotzt und ist gestorben und naja, also Der Mike hat wohl selber gekotzt. Ja. So schön kann das Essen sein. Ich brauch mehr Kochkurs. Mehr Kochkurse. Ja, der Mike braucht mindestens 40 Kochkurse, dass er erstmal ansatzweise kochen konnte. Naja. Nee, das erste, was er gerade erstmal ein Brot hin, ja. Das erste, was er hinkriegt, ist eine Wassersuppe mit Sicherheit. Jetzt können viele sagen, nee, ja, die können jetzt erstmal Wasser in einen Topf zu lassen, nach 40. Das Beste ist ja, ne? Die Leute sagen, oh, die ist so gut, dass die könnte Köchin werden, weißt du? Aber der Gulasch ist übelste feste, die Nudeln sind versalzt und die Pommes, oh, salzig hoch 10, ey. Wer denn? Familienmäßig, Alter. Ich hab gedacht, oh Gott, Alter, mit sowas Köchin, ah, oh, nee. Grauenvoll. Pfui, pfui. In diesem Laden wurde der Verkauf beendet. Ich kann im Übrigen am Wochenende kein Elsa verzocken. Warum? So zu meiner Oma aufs Dorf, Alter. Aha! Du bist gar nicht da, wa? Ich bin zwar online, aber nicht wirklich. Also ich kann da weder YouTube so richtig machen, als auch Elsword zocken. Das ist mein Problem. Also ich würde da vielleicht, wenn ich online bin oder so, ich würde da auf jeden Fall Skype draufziehen oder OTS oder so, versuchen halt mit Elsword zu leveln, weil Chunk kann ich vergessen. Warum kannst du Chunk vergessen? Na, ich kann es nicht aufnehmen. Und das ganze Wochenende bist du da oben? Das ist zum Kotzen, Alter. Ich hab keinen Bock, ey. Hoffentlich sagt also, er noch. Geh doch nicht mit. Ich muss doch. Das ist immer gezwungenermaßen, ey. Du bist überall. Ich weiß, aber ich werd gezwungen. Ist genauso wie du von gewissen anderen Leuten gestern. Gestern? Ach so.
Ich muss Hausaufgaben machen. Du musst gar nicht, wenn du es willst, Alter. Ich will's, aber sie hat ja recht. Dafür wurde ich ja heute gerade eben entlohnt. So, jetzt natze ich diesen scheiß blöden Boss, Alter. Jetzt reicht's mir langsam. Denkst, warum ich eben weg war. Ich wurde entlohnt. Für gute Führung. Vorzeitig entlassen. Dir wurde wohl eher ein Staubsauger an irgendeinem Teil gehalten. Nee, aber ich stelle mir gerade bei Mike wirklich vor, irgendwie. Natzen! Ich hab den Gegner genutzt gerade. Ihm reicht ja nicht der Staubsauger. Er nimmt sich einen Dyson-Staubsauger ohne Saugverlust. Nein, es sind noch Haufen mehr hier oben liegend. Hat er die nächsten Jahre noch Befriedigung? Ja, das ist alles Quark, Alter. Also mal ehrlich, als wenn das Zeug so wirklich lange halten würde. So, jetzt sieht er ja noch schlimmer aus. Jetzt sieht er auch echt aus wie Mike. Warum? Jetzt hat er eine blaue Kappe oben drauf. Was ist eigentlich für Keroid? Das war 7. War, glaube ich, was Gutes. Karotte, was war denn für Keroid? Das füllt, glaube ich, die Energie wieder auf. Klammer, guck. Ach, Einhorn. Aber nur für einen Raum, Albanatal, danke. Na komm her, Spinni. Lass dich killen. Lass dich doch killen, Mensch. Jetzt genau, verbiss dich doch nicht. Ey, toll. Wir sind ein Haufen Räume und ich habe keinen Schlüssel, ey. Toll. Verbisst euch. Ah, scheiße, gestorben. Ah, verdammt, jetzt habe ich mir eine eigene Falle gebaut von vorhin. Haha. Ey, du dämlicher scheiß blöder Punkt, Alter. Warum habe ich dich nicht gleich lehnen immer? Ich habe noch ein halbes Herz, Alter. Und dann habe ich noch hier so eine Kackspinne. Du hast jetzt vergewaltigt. Nein, nicht unbedingt. Oh, nö, natürlich. Wollen die mich rollen hier? Wow, du wirst jetzt richtig... Ja, die wollen mich natzen hier, Alter. Übelst die vier solche kleinen Würmchen und die springen hier rum im Kreise. Jetzt holen sie dich. Dann kommt der Dyson-Staubsauger ohne Saugverlust. Du, das ist Marktwerbung, würde ich sagen. Man sollte genau damit aufpassen. Passt schon. Ja, hallo, Mike benutzt ihn doch. Also macht er doch die Werbung. Ich erzähle nur, was er tut. Lol. Ich glaube, der Mike macht eher das eine, was der eine Händler hier macht, wenn du mehrmals reinrennst. Explodieren? Gestorben, toll. Nö. Sondern? Kennst du nie diesen anderen Typen? Welchen? Naja, der dort mit dem Bändel rumhängt. Achso, der sich aufhängt. Das macht er bestimmt, wenn Kerstin Schluss macht. Kerstin, mach Schluss. Nein. Nein, das siehst du. Aber ich muss jetzt einfach nur, um nett zu sein, Nein sagen. Mach's nicht. Doch, tu es. Nein. Doch. Boom, dum, 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 dum. Ey, die Musik ist wieder. Oh Mann, ey, du blöde Kackspinne! Die verfolgt mich! Ja, ist selber schuld. Das will ich jetzt bumsen. Eine tolle Furzpille. Eine Kurzpille. Kann ich alles vergessen hier. Gibt's nicht mal einen Schlüssel. Überall Räume, aber keine Schlüssel. Was ist denn das für eine Kack-Map, mal ehrlich?
Die Wahrscheinlichkeit, dass du hier was gedroppt kriegst, ist so gering wie ein Apfel im Mikes Popo. Ist es da unmöglich? Naja, wann hat der Mike bitte schon mal so ein Teil im Popo? Wenn er einen Apfel gegessen hat und ihn dann nach einem Toilettenbesuch. Oder wenn er einen Apfel gegessen hat und der Apfel nicht verdaut werden konnte. Also Pferdeäpfel. Keine Ahnung, heute sind wir alle ein bisschen schwänsch veranlagt. Wer, du? Wir alle. Gegner, scheiße. Gemummt. Nee, ich bin noch am Leben. Scheiße. Boah, ganz knapp, Alter. Willst du mich natzen oder was? Alter, der kommt mir einfach nah, Alter. Boah, halbes Herz, Alter. Fuck, gestorben. Okay, wir machen noch einen neuen Part. So, zack, und weiter geht's. Nichts ist so schlimmer, wie einmal zu sterben hier in dem Spiel. Weil du hier von vorne anfängst. Oh, ich habe eine Kralle, eine Grizzly Spam oder Cam. Spam. Ich hab keine Ahnung, kenn ich nicht. Ich habe wieder so einen Raum, wo ich Bomben brauche und ich hab keine. Ja, man, pups einmal. Kann ich nicht ohne die Pillen da. ich meine du. Dann bist du so explosionsartig trocken. Wie du meintest. Da ist einer Bleistift. da müsste man sich Bleistift Anspitzer nennen, du. Wenn du mir einen Namensänderungsschein gibst, dann gerne. Buddy Cedric nennt sich nun ... Ja, wieso? Mach da einfach einen Char und dann machst du bis Level noch was und ja. Bis das Hamel muss ich machen. Das dauert so lange. Bis dahin ist er schon weg. So, ich hab Bossraum. Geil. Oh, der Zahn. I'm so high. Was ist denn stärker? Will Monstros Zahn oder diese Bärengralle? Keine Ahnung. Monstros Zahn hört sich gut an. Also eine Bärenkralle sieht auch geil an. Sieht auch geil aus. Ja, du halt die Bärenkralle. Ah, du weißt auch nicht, was du bist. Mach wie du willst, ist mir egal. Keine Ahnung, Alter. Ich habe so wenig an im Spiel. Ich kratze ja nur ab. Wie kann ich die ja jetzt einsetzen? Space, glaube ich, ne? Ja. Ich weiß, was ich tun werde. Ach, mit der Bärenkralle kriegt man mehr Leben. Na toll, dass ich das jetzt erst weiß. Fuck, Alter. Genug nicht gleich so. Jetzt macht der Dungeon aber irgendwie ein bisschen sehr, sehr langsam. Wow. Hey, ich versuche der Dungeon auf langsam zu machen. Es kam gerade Zeitlupe. Was? Zeitlupe kam auf einmal hier. Ich habe den Geheimknopf gefunden. Die zarte Versuchung. Zeit ist Schokolade. Ah, Mann, der Knopf ist ja geil. Du konntest dir sehr viele Herzen machen durch die Kralle. Ich weiß. Das ist toll, dass du mir das jetzt sagst. Warum?
Ich habe einen genatzt. Ja, ich habe einen genatzt. Jetzt krieg ich eine Krone. Jetzt krieg ich eine Krone. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. The Crown. Hat zack. Gilde. Fliegen Natzen. Also alles Natzen jetzt. Ich will wenigstens einmal zur Mutter kommen hier in dem Spiel, Alter. Das ist zum Kotzen. Hm? Ich bin immer vorher gestorben. Hatte die Kralle nie auch einen Nachteil, dass die Herzen dann weniger wurden? I don't know. Ja, es wurde weniger. Ja, wir wissen es langsam, was du rumscheißen tust. Ich esse. Man hat's aber gehört. Leugnen. Schwein. Leugnen ist weglos. Weißt du, ich esse so gut. Nicht, auch nicht gut. Nicht nett. Wieso ich? Du? Mhm. Ich hatte schon seit einer Woche keine Zwiebeln. Wie soll ich das bitte schön machen? Ich hatte überhaupt keine Zwiebeln. Man muss ja nicht unbedingt Zwiebeln essen, um zu gucken, ne, Digga? Also diese Ausrede gilt nicht. Weißt du, was ich gestern lollig fand? No. Der Mike so, na du, ich kann ja nur Nudeln kochen, weißt du? Ich kann mehr als Nudeln kochen, ich kann so vieles kochen, wenn ich Lust hätte. Ich kann's ja wenigstens, nie wie er, der den Herd anmacht, dann brennt er einen Topf an. So, ich werde jetzt... Trommelwirbel. Scheiße. Ich werde jetzt Trommelwirbel als Deck spielen, und zwar werde ich dich in jeder Challenge klatschen. Ich hoffe, ich kann's noch. Scheiße, also, fuck mich das Vieh. Ja. Nein, verpiss dich, Alter, du nutzt mich doch nur. Jeder will dich nutzen. Scheiße! Jeder wird dich nutzen. Dum. Ich bin jetzt ich war ein Stück weiter, jetzt bin ich wieder gekratzt ab. Pass auf, demnächst kommt der maskierte Hater auf deinem Profil und schreibt dir schlechte Kommentare. Da freue ich mich richtig drauf, weißt du? Warum? Ja, dann natze ich denn. Jetzt kriegst du viele schlechte Kommentare. Wieso? Da schreibe ich unter seinem Profil, du bist so schlecht, Alter, weißt du? Ich habe mir überlegt, ich werde heute mal das Video machen wegen dem Gewinnspiel. Er will seinen Penis verlosen. Haha. Er wird ihn in YouTube abschneiden, also vor der Kamera, wird ihn verlosen. An was für kranke Gedanken tust du eigentlich denken? Nur an Gedanken? Die, an denen du nicht denken wirst, aber sie dir schaden werden. Boah, die Maus kotzt mich jetzt auch gerade an hier. Schieb sie mal selbst ins Bild. Soll ein Game Pop bedeuten. Was? Wer soll ein Pop bedeuten? Hä? Ja, Mom. Ah, oh, nee, Trollbomben. Juhu, Einhorn. My little Eihorn. Scheiße. Außersehen die falschen Knopf gedrückt. Die Musik ist wieder mal geil von dem Spiel, Alter. Nee, was mir auch einfällt. Dass sowohl Isaac als auch Meat Boy frei ist wie bei Minecraft. Du kannst da alles nutzen. Was? Was? Was ist los?
Ich hab gesagt, du kannst sowohl Minecraft als auch Isaac und Meatball frei nutzen, so wie bei Minecraft eben. Du kannst da Videos, LPs machen und auch kommerzielle Nutzung machen. Du sollst halt bloß, wenn du kommerziell oder sowas ähnliches machst, dort halt mal nachfragen. An sich ist das... Na, ich erzähl's dir dann. Ja, mach das. Ich bin gerade eher ein bisschen abgelenkt. Nimm die Finger aus der Hose. Das... Ich würde jetzt gerne was gegen den Kopf klatschen, aber ich lasse es mal lieber. Taschenbillard nicht. Ich lasse mir jedenfalls nicht von einem Yappi-Moderatoren an Schwanz lutschen. Bist du nur neidisch? Ja. Immer wieder. Fuck! Gestorben. Na, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Oder versuche jetzt eine Challenge. Wir gehen mal ins Menü. Bei den Challenges ist es bloß ein... Hast du die Challenge geschafft? Nö. War ja klar. Die neuen Tode würde ich gerne mal machen. Mach ich auch mal. Boah, nö. 9 Leben? Das ist doch schwul. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber ist echt so. Oh, jetzt habe ich die... To-do-list. Jetzt habe ich die Zecke. Dark was the night. Hast du schon alle... Hast du schon alles freigeschalten? Hast du schon alles freigeschalten? Large Mage. Well, not March. March 9 Deaths. Lord of the Flies. The Doctor of Revenge. Meet forever. Spider Boy. Isaac was God today. The Paris. Okay. Hast du schon alle freigeschaltet bei dir? Alle, bleh. Was soll ich jetzt machen? Ich werde jetzt alle Challenges durchmachen. Dann mach doch eine Aufnahme dazu, da kannst du so holen. Nö. Ich will es erstmal alleine spielen. Ich will es erstmal komplett alleine durchspielen, dann können wir nochmal reden über irgendwelche. Ja. Nee, ich meine, du kannst doch alleine machen, aber ich meine, du kannst doch dazu ein LP aufnehmen. Weil dann sehen sie, wie schnell du das so durchzockst. Nee. Voller Sack. Ist nicht. Opting. Bis jetzt habe ich sehr gute Items gekriegt, muss ich echt mal dazu sagen. Ach ja. Okay. Ich fange an mit Dark Wars the Night. Und meine Maus macht wieder, was sie will. Aber keine Mucke. Na, komm, vielleicht noch. Ich hab die Musik laufen. Ja, keine Ahnung. Mir gibt's gerade keine Mucke. Oh, hier schon. Boss. Bossraum. Who's a like a boss? Aber bei mir kommt hier gerade überhaupt keine Musik von Isaac. Hast du vielleicht deinen Ton gemutet letztes Mal? Keine Ahnung. Was man das überhaupt mit Isaac? Im Tonmenü, ne? Echt? Escape Options. Gestorben. Mute off Musik on. Ah, okay, es geht. Alles klar. Ja, stimmt. Hab's ja letztes Mal gemutet. Weil ich euch nicht gehört hatte. Woohoo! Weiter geht's. Okay, Runde 2. So, Course of the Darkness. Weiter geht's. One hit. Naja, gut. 3 hit. Könnt mir nix stirben. Ey.
Fuck! Ey, da habe ich den fast down gehabt, ne? Der hat er immer noch so viel Energie, dass er überlebt hat. Da habe ich die Scheiße abgekriegt, ey. Also, auf was machst du denn gerade? Ich mache jetzt Curse of the Darkness zu machen. Nee, ich habe gerade die 9 Tode. Ah, okay, werde ich auch gleich. Bum, 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 bum. Was wollt ihr denn? Verpisst Obwohl euch. Das fünfte auch einfach ist mit Dr. Fistis. Mit, Meat Boy Forever? Nee, da hast du unendlich Bomben. Was soll ich mit Bomben, Alter? Brauch ich nicht. Ja, da kannst du jeden Gegner klatschen, einfach Bomben hinknallen und fertig. Schon wieder gestorben. Brauch ich nicht. Ja, aber es ist die einfachste Challenge, deswegen. Ja, das ist doch keine Challenge mehr. Ja doch, ist er da. Ich mache jetzt gerade Dark War of the Night. Okay. Was muss man hier eigentlich machen genau in der Challenge? Was, Dark War of the Night? Das hat er sich selbst genatzt, Alter, Skull. Oder was? Nee, was an sich die Challenges, ey. Ich meine, du hast hier... Ja, die sind schwerer, zum Beispiel hast du keine Map. Hm. Das war der erste. Ja, das war der erste. Das ist jetzt zum Beispiel so, zack. Der kann mich jetzt am Popo lecken. Zack. Na, jetzt habe ich zum Beispiel nur ein Leben und... Yo! Oh, Bombs Schuhe. Give me your suit. Yeah, ey, der hat Moms Schuhe angezogen, ey. Richtig gay sieht der jetzt gerade aus. Mit School Cop und Moms Schuhe. Giftbomben, boah. Nein! Okay. Die Vierke nach oben laufen, ist das scheiße. Kann er nicht mal seine eigenen Viecher natzen wie gerade eben? Mistvieh, Drecksau, Arschloch. Ey, mal ein bisschen jugendfreundlicher. Sagt der Richter, der nur das sagt, in jedem LP irgendwie. Gar nicht. Ich zähl dir dann mal auf, was alle du alles im LP gesagt hast. Alle disliken, der hat mich hier total verarscht. Also der lügt hier rum ohne Ende. Ihr könnt mal gerne ein paar Videos ansehen. Nicht immer. Also, alle auf Daumen runter, auf meine Videos Daumen hoch. Bitte? Einfach nur um ihn zu natzen. Oder sendet ihn einfach irgendwelche Schlüpfer zu. Die Schlüpfer von euch. Wie hier so Spieletipps, so verschwitzte Wäsche und solche Geschichten. Das war T-Shirts. Ja, Wäsche. T-Shirts, Schlüpfer, alles könnt ihr schicken. Meistens T-Shirts. Am besten die Größe, die ich habe, weißt du? Nee, am besten einmal richtig schön reinfeppen und dann zusammenlegen und dann los. Schluss schicken. So sieht's aus, so, ja. Aber richtig reinfeppen. Ich meine, richtig reinfeppen. Von mir aus könnt ihr auch da einen Fladen reinlegen. Boah, du bist ekelhaft. Das sag ich doch. Oh, du bist so eine Sau. Wieso ich? Alter, du scheißt hier irgendwelche Dinger rum und ich bin's immer, Alter. Mal ehrlich, leck mich mal langsam am Arsch. Du bist eklig. Und du hast kein Benehmen. Das sagt der Richtige, Alter. Bläht hier rum die ganze Zeit und ich bin's, ey. Ja, genau, Digga. Du hast es im Minecraft-Video zugegeben, also hör auf, dich rauszureden. Hab ich gar nicht, ey. Alter. Du wohl. Soll ich dir mal zeigen? Ich hab hier noch dein Video, wo du da Minecraft da auf dem Server warst und richtig rumgefappt hast. Der hat richtig geknallt. So richtig schön leise, auf einmal da. Hört man es im Hintergrund knallen, Alter. Was dagegen, Alter? Ja. Du stehst drauf. Ja, du schnupperst doch immer deine eigene Gase weg, so. Ja. Gestorben, scheiße. Also 7 Deaths ist scheiße. Du musst 7-mal sterben. Ja, 9 Tode ist es ja. Dark Boss, nein, oh nö. Boss Boy. Ich hab keinen Bock auf diese scheiß Map hier ohne Karte. Was, hast du nie geschafft? Nö, ich hab noch keine Challenge geschafft. Oh, warum findest du dann diese mit Dr. Fistus einfach? Weil du dort rumbomben kannst, du hast unendlich viele. Und die würde ich ja gern freischalten, da muss ich aber glaube ich erst eine schaffen.
Eiskalt ist er vernichtet. Oh, hast du dein Ladekabel gekriegt? Nö. Da kommst du bestimmt morgen. Hoffe ich mal. Sei ich tierisch ungemütlich. Oder du musst jemanden vielleicht, der aus deiner Klasse der ist, hat mal fragen, ob er es mal ausleiht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus der Klasse die S hat. Es gibt viele älter. Ja und? Ich hatte eine gesehen, die ist über 20 gewesen, die hat einen DS gehabt oder 3DS, die ist da mit beim Arzt gewesen und hat da gezockt, ey. Und die sah nicht schlecht aus. Was? Das Spiel oder die Frau? Die es gezockt hat. Ich hatte sowas hier rumlaufen, reicht mir. Ich werde keinen Namen nennen. Oder doch, kann ich ja. Juliane, die du so gern magst. Oh mein Gott. Aber immer zu feige war sie anzusprechen, deswegen. Fand ich lustig, aber in der Zeit. Fand ich so genial. Ah, das Spiel verfolgt mich schon wieder. Der natzt mich doch gleich wieder, Alter. Kotzt mich an. Lass mal natzen. Toll. Und das du willst mich ja hier kannst du haben. Ich natz dich. So. Na, komm. Ja, da, komm. Ja, put. TNT. Wir rocken ab. Schade, kann ich nicht angreifen. Yay, ich hab ne Karte gekriegt. Was ist diesmal? 10. Was ist denn 10? 11 gewesen. Aber wir sind alles so viele Räume, ist doch zum Kotzen. A Curse of Darkness, lol. Ein Shop. Wollen die mich rollen? Ach, das machst du jetzt. Curse of Darkness. Yep. Also ich hier. Ich bin gerade, keine Ahnung, so beim 4. glaube ich. Ich bin gerade beim 2. Ich versuche jetzt alle die Gegner Postdinger zu finden und einfach durchzurunnen, einfach ohne Items zu holen, richtig. Ja, ich mach das auch die ganze Zeit sogar schon. Boom. The Evil. Ja, oh, geil. Das ist doch der Teufelspakt, glaube ich sogar. Ja, der Teufelspakt. Geil. So. Jetzt geht's los. Auf rein. Isaac versus Fistula. Er wird uns fisten. So. Ey, das Fistula ist einer der einfachsten Gegner, finde ich. Meine Meinung. Der hat mich auch schon genutzt. Wie kann der dich natzen, Alter? Das ist doch so einfach. Sagst du. Oh, Mama Schlüpfer. Moms Schlüpfer erhalten. Jetzt laufe ich in Moms Schuhe und Moms Schlüpfer rum. Super. Ach nee, die Schuhe hat ausgezogen. Schade. Teufelspakt. Was haben wir hier? Telefon. War. Richtig. The Book of Sin. Yosin. Ihr Mistviecher, Alter, verpisst euch. Nein! Wieso mal auf mich? Tot. Hab keinen Bock mehr. Ich hör jetzt auf. Der Tag, seht ihr, jetzt ist auch vorbei. Schluss, lustig. So, weiter geht's demnächst. Im nächsten Part.